Wie war es dann im Knast? Wie waren diese ersten Momente? Also, boah, Digga, du bist auf einmal im Knast und dann Ja, übel. Man muss bin ich jetzt vier wissen, Jahre. französisches Gefängnis und deutsches Gefängnis sind halt zwei Welten. Es Aha. sind zwei Welten. Deutschland ist schöner? Nicht schöner. Deutsche Gefängnisse sind noch schlimmer, also noch älter, noch kaputter. Das System ist sehr, also 100% diktatorisch. In Frankreich ist es liberal. Liberales System. Was heißt, die halten sich raus, die Wärter, oder? Das zum einen. Und zum anderen, Oh. man darf halt Bücher reinbringen, Kleidung reinbringen. Man ist viel liberaler. Messer reinbringen, Drogen reinbringen. Das nicht. Also man ist nicht restriktiv. In Deutschland darf das alles nicht passieren. Man kann nicht einfach Geld schicken, das geht alles nicht. Das ist ganz, ganz schwierig, in Deutschland überhaupt an Geld zu kommen. In Frankreich ist alles easy, Bildung zu bekommen, alles einfach. Das ist alles einfach, das ist liberal. Die Zelle ist dann irgendwann einfach den ganzen Tag offen, man kann tun lassen, was man will. In Deutschland ist die Zelle immer zu und also man ist ja Zwangsarbeiter in Deutschland, steht ja auch im Gesetz so drin. Wenn man nicht arbeiten geht, also dem Zwang nicht folgt, dann wird man dafür noch doppelt nochmal bestraft. Das ist halt Deutschland. Das gibt es in Frankreich nicht. Wirklich ist das so? Das ist tatsächlich so. Kannst du nachlesen im Grundgesetz. Das steht so drin. Steht im Grundgesetz drin. Ich glaube, Artikel 13 ist, glaube ich, Absatz 4 oder so. Kein Witz. Ja, da steht nicht Zwangsarbeit, sondern zur Okay. Arbeit verpflichtet. Das Okay, ist also ein Euphemismus dafür. ja, genau. Krass. Es ist Zwangsarbeit. Ja, es ist schade, dass man so ein Menschenbild hat. Klar, straffällige Leute. Das ist übel. Muss man. Und jetzt kommt der große Unterschied. Deutschland ist halt, ich nenne es immer das Psychogeficke. In Frankreich ist es halt das Physische. Weil dann nicht das System dich fickt, sondern deine Mitinsassen. Genau. Wenn du kennst du Prison Break? Ich kenne Prison Break, ja. Herzlich willkommen in Frankreich. Ja, so, dann ist dann Teabag da und. Ja, genau. Hast du Also, das habe ich Prison? nicht gesehen. Auf jeden Fall, Frankreich Du ist. warst dann Teabag, du warst dann dieser Psycho, hast ihn Ja, dann genau. Nein, nein, nein. Ich an deinem Ding. war immer der Nette. Ja? Ja. Also. Überwiegend. Wie läuft das dann? So ein naives Kerlchen von damals, jetzt zu einem quick-witted, psychologisch versiertem, gut sprechenden Typen, ist man dann da schnell der Einäugige unter den Blinden im Knast? Kommt drauf an, wie man sieht. Oder ist man schnell in diesem, Nein, ich kloppe mich mit? es ist halt eine Überlebensstrategie. Also ich meine, ich hatte damals 57,5 Kilo bei meiner Körpergröße von 1,73. Da sehe ich jetzt nicht gefährlich aus. Zudem lächle ich ja viel, weil die Gesichtszüge, das macht mich nicht zu einem gefährlichen Typen. Ganz schlecht im französischen Gefängnis. Ja, wieso? Was passiert da, wenn die dich Ja, sehen? das Als sehen, ich denken die sofort Opfer. Was passiert, wenn du das erste Mal an diese anderen Insassen siehst? Wie mustern die dich? Was passiert da? Ja, ich sehe natürlich die Verachtung, ich sehe natürlich dieses, okay, den können wir abzocken, den können wir weiß Gott was machen, ich sehe das schon denen schon an. Aha. Vor allem dann von den großen, breiten, starken. Aber das hast du am Anfang sofort gesehen. Sofort. Klar. Obwohl du nie den Koffer aufmachen wolltest. Da hast du Ja. aber. Okay, das ist interessant, ja? Ja, das habe ich sofort. Also, das konnte man nicht spüren. Also, ich Okay. konnte es nicht spüren. Und da war für mich halt klar, gibt es da Möglichkeiten. Entweder ich passe mich dem System an oder ich. Welchem System hast du dich angepasst? Diesem Was hast System. du identifiziert im System? Dem System der Härte. Härter zu sein als der andere. Wie war das dann? Wie war dein Zellgenosse? War das dann dein Freund oder? Das war anfangs mein Freund. Also, ich habe ihn als Freund wahrgenommen. Der hat sich dann entpuppt als Nicht-Freund. Das war immer noch, ne, sehr naiv zu dem Wodurch? Zeitpunkt. Weil er ein Junkie ist. Ah, wovon Und war der der hat sich abhängig? dann, der hat dann einfach, an, der war im Heroinprogramm, also der hat Subutex bekommen und hat dann Oh. angefangen, das selbst zu rauchen und zu dealen und hat dann irgendwann die Nacht zum Tag gemacht. Und das ging natürlich dann irgendwann nicht mehr. Ich meine, am Anfang war der wichtig, weil wir sind gemeinsam immer duschen gegangen. Das heißt, der eine hat sich geduscht, der andere stand mit dem Messer da. Dann haben wir uns abgewechselt, das war super. Der war schon Wie hart mit dem davon. Messer da? Ja, man musste in der Dusche mit dem Messer dastehen. Warum? Ja, falls jemand kommt. Wieso sollte jemand kommen? Weil das der beste Ort ist, um Menschen abzustechen. Wieso sollten die euch abstechen? Weil wir die Neuen sind, weil die was von uns haben wollen. Was wollen die von euch? Zum Beispiel die Sachen, die wir haben. Und Was auch immer es ist. deswegen riskieren die es, euch abzustechen. Ja, das kann auch einfach nur ein Spiel sein. Also stell dir vor, du bist jetzt Gangboss. Okay? Du hast Aha. deine Gang im Knast. Ja. Du sitzt da jetzt schon, keine Ahnung, 10 Jahre. Du hast deine Gang um dich rum, jetzt kommt ein neuer Anwärter. Der braucht irgendeine Aufgabe, damit er dir für dich dienen darf. Es gibt ihm mal eine Aufgabe. Das könnte eine Aufgabe Ohne sein. Grund. Ja, warum braucht es immer einen Grund? Das ist Gefängnis. Das Aber die ist haben doch auch nichts. dort was zu verlieren, oder nicht? Rechte, Privilegien, Ja, Isolationshaft. richtig. Und vielen ist es halt auch egal. Ich meine, was haben die für eine Alternative draußen? Das sind ja die gefährlichen Leute, die draußen alternativlos sind. Das sind die gefährlichen. Es gibt viele Leute, denen geht es drinnen im Knast besser als draußen. Weil die sich an das System gewöhnen, verlernen, draußen zu leben, Ja, richtig. dass Oder weil deren Trophäen draußen jemand sind. nach ihnen sucht. So, solche Leute.
Also es muss nicht alles einen Grund haben, einen persönlichen Grund. Muss es nicht. Das ist ein Irrglaube. Und dann steht, und kein Wärter kriegt das mit? Nein. Was meinst du, wie viele Leute ich habe? Ach, eine Szene, ich bin im Hof, laufe meine Kreise und denke mir so, oh cool, die spielen Fußball. Und denke mir, das sieht doch komisch aus, so ein ganz kleiner Kreis, spielen Fußball. Und dann laufe ich da hin und dann sehe ich, das Scheiße, liegt ja ein Typ am Boden. Und dann treten die den auf die Rübe ein. Die spielen quasi mit seinem Kopf Fußball sozusagen. Und ich denke mir so, oh Alter, das war nicht so 5 Sekunden, sondern das war schon so gute 10, 15 Sekunden lang. Was geht? Und dann sind die weggegangen. Und dann lag der Typ da. Der Typ lag dann da und sah aus wie eine Puppe. Wie eine Puppe. Und der lag dann da. Und draußen waren die Wärter und wir haben im Fernglas zugeguckt. Und der lag da, fertig. Hat niemand was gemacht. Und dann sind andere Gefangene gekommen, haben den geschnappt und haben ihn quasi ans Gitter gezogen. Und dann sind die Wärter gekommen. Weißt du, was sie gemacht haben? Ans Gitter hin. Zu dritt haben sie das Gitter festgehalten, nur so einen Spalt aufgemacht, damit die Gefangenen den durchschieben können. Als wenn irgendeiner da abhauen hätte können. Und haben sie ihn weggetragen. Wie lange warst du da drin, als das passiert ist? Das war ziemlich am Anfang. 2 Monate. 2,5 so. Und was passiert dann mit einem, wenn man sowas sieht? Ja, übel. Also mein erster Gedanke war, könnte auch ich sein. Das war mein allererster Gedanke. Könnte auch ich sein. Also Schlägereien habe ich da dauernd gesehen. Das war halt eine der heftigsten. Ich habe auch oft gesehen, wie Leute abgestochen wurden. Dann kommt der einfach vorbei und zack, zack, zack und dann rennen sie wieder weiter. Du musst dir so vorstellen, dort gab es 3 Höfe, getrennt voneinander mit Mauern. Mhm. Die sind über die Mauern drüber geklettert. Mhm. In den Hof rein, haben die Person kaputt gemacht und nicht wie in Deutschland so, ne, blaues Auge, sondern wirklich kaputt gemacht. Wirklich versucht zu töten. Aha. Und sind wieder zurückgelaufen. Hä? Krass. Ich hab mit Max gesprochen da, der war auch im Gefängnis, dann mit dem Rainer Laux, der war auch in verschiedenen Gefängnissen auf der Welt. Mein eigener Vater war im Knast lange. Ja, krass, ich habe sowas noch nie gehört. Das war Paris. Wildbrand. Aber einfach, hä, wie zum Teufel soll, also wie zum Teufel funktioniert das? Wie funktioniert das? Dass du so viele Leute hast, die so einen Scheiß hinkriegen, dass es unbemerkt ist, dass dann noch die ganzen Leute da mehr oder weniger mitmachen. Ich meine, was ich natürlich ja nicht weiß, ist, wenn das passiert und die dann wieder zurück sind, ob das dann vielleicht doch irgendwann rauskommt. Aha. Das weiß ich nicht. Also das kann ich sagen, dass es niemals unentdeckt bleibt. Nicht ermittelt oder also? Vielleicht, also ich weiß es bei einem Freund, Vaterfigur. Ganz am Anfang habe ich einen Schweizer kennengelernt. Mhm. Ich würde tippen, der war Ende 40, ne? Ich junge 23. Aha. Und mit dem bin ich über meine Kreise gelaufen. Das war der Einzige, mit dem ich Deutsch sprechen konnte. Ne? Mhm. Ja, Schweizerdeutsch, ich Deutsch. Und der war plötzlich weg. Mhm. Also der hat sich das Leben genommen, der hat sich umgebracht. Beziehungsweise die haben ihn sich umbringen lassen, das muss man so ehrlicherweise sagen. Der hat Telefon organisiert, hat Ärger mit seiner Freundin gehabt, hat dann in der Zelle sich die Pulsadern aufgeschnitten. Die hat dann die ganze Zelle verblutet, das übrigens dann ein Kumpel von mir dann putzen musste, der sich darüber beschwert hat, wie scheiße es ist, Blut wegzuwischen in dieser Menge. Das geht nämlich kaum. Die haben ihn dann runtergesteckt in den Mieter, also in Isolationshaft, und haben ihm den Gürtel gelassen. Das ist natürlich höchst verboten und mit dem Gürtel hat es sich dann erhängt. Und da kam dann das italienische Konsulat, weil der hatte auch eine italienische Staatsbürgerschaft. Die haben ermittelt und haben es ganz schnell wieder eingestellt. Und sonst ist dann noch nie irgendwie was zu einer Verurteilung gekommen oder dass die da irgendwas gemacht haben? Also habe ich nichts mitbekommen.